liebe Leute. Ja, alle ja um die gleiche Zeit treffen wir uns wieder. Ich sitze ganz gemütlich vor uns an einem tollen Kamin. Wir haben einen schönen Kranz vorbereitet und ich habe auch 4 Kerzen für euch. Und das möchte ich jetzt ein bisschen näher bringen. Und zwar habe ich eine Kerze und die Kerze steht für den Frieden. Ja, der Frieden, den gibt es leider heutzutage viel zu wenig. Ja, und für den Tag der Traurigkeit habe ich eine Kerze vorbereitet und die steht für den Mut. Die dritte Kerze ist für die Hoffnung. Die ist für die Hoffnung gegen Angst und Herzenslust. Ja, und die vierte der Kerzen, ihr seht es, ich habe es schon angezündet, diese Kerze steht für die Liebe. Ein Zeichen der Liebe, ein Zeichen der Liebe zu mir selbst, für meinen Mann, für meine Familie, für unsere Mitmenschen, für unsere Freunde und alle Leute, die was uns kennen. Ihr habt auch 4 Kerzen zu Hause und vielleicht ist das ein kleiner Input, an das ihr auch denkt. Ich wünsche euch alles, alles Gute, viel Zufriedenheit, dass die schönen Stunden vor Weihnachten, speziell in der Adventszeit, voll genießen. Habt es fein, habt es gemütlich und die Kerze der Liebe gilt besonders heuer meinem Mann. Liebe Leute, alles Gute, bis bald, eure Karin Ager mit Familie und unseren Schlüsselgeistern. Pfiat euch!